Modus. Das ist das Wort des Jahres 2023, aber das stimmt natürlich immer noch, dass wir in so einem ständigen Krisenmodus sind, weil es so viele soziale und ökonomische und weltweite Krisen gibt. Die Umweltkrise gehört auch dazu. Und all diese Krisen, die machen natürlich oder die bringen Gefühle in uns zum Vorschein. Angst, Unsicherheit, Wut, Ohnmacht. Und all die Gefühle sind erstmal nicht schlecht, sondern die sind, wie sie sind. Es geht nicht darum, die Gefühle loszuwerden. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie einen Weg finden, mit diesen ständigen Krisen umzugehen. Und ich habe einmal bei der Psychologie gefragt, was kann man denn tun, um mit den Krisen umzugehen und fertig zu werden? Der erste Tipp war, geh achtsam mit Medien um. Zieh dir nicht noch den letzten wildesten Block rein. Informier dich aus seriösen Quellen und mach das nicht stündlich. Und wenn es sein muss, dann mach auch mal eine Nachrichtenpause. Der zweite Tipp aus der Psychologie, handel. Handeln hilft gegen das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und es kann sein, dass man sich ehrenamtlich engagiert für andere. Oder es kann etwas ganz Kleines sein, morgens ins Büro zu gehen und vor dem Meeting die anderen erstmal zu fragen, was hast du gerade Schönes erlebt? Und schon ist die Stimmung eine ganz andere. Es kann schon sein, auf eine Demo zu gehen und dort friedlich zu demonstrieren. Viele Dinge, die man tun kann, um das Gefühl zu haben, ich habe etwas getan. Und das wirkt oft alles nicht viel, aber viele Tropfen kühlen den heißen Stein. Was auch hilft, ist, miteinander zu reden. Mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken nicht alleine zu bleiben, sondern mit anderen, denen man vertraut, sich darüber auszutauschen. Und zum Schluss noch etwas Schönes zu machen. Und nicht zu sagen, die Welt ist so schlecht, ich darf nicht genießen, sondern gerade dann etwas Schönes zu machen und diesen Genuss auch wirklich dann zu erleben. Und es gibt all das oder fast alles davon auch in der Kirchengemeinde vor Ort. Hier im Online-Raum, da gibt es davon nicht allzu viel. Aber in der Kirchengemeinde vor Ort, da gibt es Menschen, mit denen man reden kann. Da gibt es schöne Dinge, die man tun kann. Da gibt es einen Ort, wo man sich engagieren kann, wo man Dinge tun kann. Und deswegen such dir gerne eine Kirchengemeinde, die zu dir passt, wo du dich wohlfühlst. Und dann gibt es dort noch etwas, was es sonst anderswo auch nicht gibt. Nämlich den Glauben, das Vertrauen an einen Gott, der noch größer ist als all die Berge, die vor uns stehen und der über diese Berge hinübersehen kann. Und Isolde Kittelzehrer, die singt davon. Du bist mein Lied, bist meine Macht. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.